Welcome back to another German Food Review, and it's Ditch time. Ditch, new stuff, a pretzel bakery since 1990. But that's not a pretzel, that's a Flammkuchen. Or what is the, I have no idea actually what the English word is. I looked it up and they say Tarte Flambe or something like that. Maybe that's the French version, I have no idea. In German it's Flammkuchen, right? Okay, let me show it to you. Maybe it will look familiar to you. It smells good. Okay, that's how you get it. Right. Very good. Sonne im Herzen und Pizza im Bauch. Okay, it's not. Is it a pizza actually? I'm not sure. With your sun in the heart and pizza in the belly. Isn't it? It smells like onions. Okay, that's what you get. Yeah, it's just a small one, right? It's just a snack. That's a, yeah, as you can see, it's optimized for to go. Nothing in here. Here are a few napkins, ditch napkins. So let's do a thumbnail here on the floor. No way. Okay, that will be the thumbnail. Looks quite cute. Yep, I would say yes. All right. And price €2.10. And they heat it up for you. Here's the price. €2.10. Okay. Ditch. Tasty pretzel stuff. They have also a new product, multiple new products, but one of them is a pretzel with butter. Looked really nice. I have to try that one at some point. Anyway, today it's about this stuff here. Yeah, I have no idea. I have no idea if there's an original recipe or you can make it how you like it. No idea. But it looks quite tasty, doesn't it? Is that ham? Maybe, or bacon, not sure. Onions and cheese. And I guess some kind of cream, right? Looks like some kind of cream. Okay, can I flip this actually? No, but you can see here the holes. Okay, right. Tasty. Okay, now it's a little sour. Okay, it doesn't really taste like ditch. Usually there's a ditch flavor. Maybe it's a fat, but this here tastes more. Now there's cheese. A lot of cheese and onions. And before that, it tasted like this cream stuff here. Flammkuchen Else. Elsasser Art is the proper name, I think. Is that on here? In German, at least. Or they call it Ofenflammen Elsasser Art. I have no idea. Okay, maybe they just mixed it up. Whatever, here we go. Tastes good. Nice snack. It's not too small, right? It's not too large. I mean, you don't want to eat such a piece in a shopping center. Maybe some people like that, but most of them they don't. So this is a good size and tastes really tasty. It tastes really tasty. Here we go. Now there's this meaty flavor. Nice. Yeah. As always, ditch is a thumbs up, right? The crust, or yeah, let's call it the crust, right? No idea. But this is quite tasty. The cream is quite tasty, the cheese, onions, and of course the, was it bacon? Was it ham? Not sure, but it's also tasty. Here we go. Oh, I think that there's the flag missing. There was a flag on it, I think, in the store or snack bar, whatever it is. Anyway, it tastes good, right, Ditch? Try it out if you see it. It's good. I like it. And it's quite easy, right, to eat here. I mean, this is very good for to go. You just pull it out or push it out.
And then you snack it like that. Yum, 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 yum. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, heute gibt's ein... Ich dachte, es wäre ein Flammkuchen, aber die nennen es ja Ofenfladen. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe nachgeguckt irgendwie. Aber da gibt es irgendwie mega viele Bezeichnungen für. Auf jeden Fall ist das von Ditch. Shop der Ditch GmbH. Okay, und die nennen das Ofenfladen. Ich habe Elsässer Art. Okay, Elsässer Art habe ich schon öfter mal gelesen. Gibt es auch Tiefkühlprodukte, die so heißen. Die nennen das, glaube ich, aber Flammkuchen. Keine Ahnung, es gibt hier wieder Milliarden Namen dafür. Und ich habe auch gar keine Ahnung, was davon jetzt richtig ist. Ob es da ein Original gibt oder so, kein Plan. Auf jeden Fall sieht es immer sehr lecker aus und es riecht auch immer sehr lecker. Und ich habe mal das Ding hier genommen, denn es war Sturm draußen und man kann nicht so wirklich irgendwas benutzen. Wie auch immer. Und Ditch ist nah. Ja, Ditch ist ziemlich oft in Berlin zumindest. Wie auch immer, so bekommt man das Ding hier. Er sieht aus wie die Pizzas. Unten sind die Löcher drin. Dann ist hier, ich weiß gar nicht, was ist. Ist das Speck oder ist das was anderes? Schinken? Weiß ich nicht. Aber das sind auf jeden Fall Zwiebeln und das ist Schnittlauch. Und dann ist unten wie noch so ein, ja, Soße oder so. Tunke, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen leicht säuerlich, salzig, so passt auf jeden Fall. Ja, und Ditch schmeckt mir fast alles zumindest, was ich bis jetzt hatte, wenn es gut gemacht ist. Und ja, auch das hier sieht ganz lecker aus und ist optimiert für... Ja, unterwegs im Shoppingcenter und weiß ich wo zu essen. Man bekommt hier so eine, ja, ein Besteck bekommt man hier. Sonne im Herzen und Pizza im Bauch. Ja, Brezelbäckerei seit 1919. Right hier. Schmeckt lecker. Allerdings schmeckt es natürlich nicht wirklich nach Ditch. Ditch hat so einen eigenen Geschmack. Meistens. Hier nicht so. Aber das ist ja auch keine Breze dabei. Das schmeckt trotzdem sehr lecker. Der Boden hier ist richtig lecker. Und ja, es schmeckt schön nach diesen, ich glaube, Schinken, oder? Ja, nach Zwiebeln. Und jetzt im Nachgeschmack kommt Schnittlauch durch. Here we go. Lecker. Ja, das ist ein super Snack für zwischendurch. Ich meine, das ist genau die richtige Größe. Wenn man größeren Hunger hat, nimmt man halt zwei. Ja. Auseinanderrupfen. Ich glaube, Flammkuchen habe ich noch nie reviert, oder? Mal gucken. Hier, Migo. Ofenfladen ältester Art. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kein Plan. Aber schmeckt lecker. Kalorien habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Homepage ist. Mein Telefon ist alle. Akku, here we go. Ja, schmeckt super. Gibt locker einen Daumen nach oben. So wie hier fast alle Ditch-Produkte. Sind irgendwie immer lecker. Boden ist nice, schön würzig und schmeckt schön den Schinken oder was das war, aber auch den Rest, hier, ja, locker einen Daumen nach oben, kann man nehmen, kann man alles von snacken. Und die haben ein neues Produkt, Brezelknollen oder Butterknollen. Ich habe den genauen Namen jetzt vergessen, aber das sah ganz nice aus. Diesmal mit richtig schön viel Butter drauf und eingepackt, schon fertig gemacht. Alles klar, wie auch immer. Locker einen Daumen nach oben für Ditch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.